Ich warte. Ja, erzählt mir mehr davon. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Schon klar. Frag keine große Herausforderung. Hier sind ein paar Gesichter, aber sonst ist hier nichts. Machen wir mal einen Quicksave. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Steinsachen auf den aufs Podest lege. Nichts. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja, jetzt wird jemand beschworen. Okay. Der Avatar der großen Eiche steht vor euch, Sterbliche. Was geht hier vor, dass es der Aufmerksamkeit des Herrn der Blätter bedarf? Der Hexenmeister Johnny Rekus hat... Ah, der Verbannte ist zurück. Der einst von den Elfen war, es aber nicht mehr ist, lebt doch. Wieder einmal begeht er ein Sakrileg gegen den Baum des Lebens. Der Verbannte schützt sich mit Kräften, die die Natur korrumpieren. Ich kann ihn nicht berühren. Er hält sie, die meines Blutes ist, in Korruption gefangen. Er verwendet ihre Verbindung zum Baum des Lebens, um dessen Kraft zu entziehen. Warum, was hat er? Der Verbannte möchte den Seldarin beitreten. Der Verbannte möchte ein Gott werden, wie er es schon einmal gewollt hat. Er möchte sich den Seldarin anschließen, dem Elfenzirkel der Göttlichen. Aber Korelan Lafarien würde das niemals zulassen. Er ist verrückt. Der Erste der Seldarin würde das nicht zulassen. Der Baum des Lebens darf nicht sterben. Unsere Kinder müssten sonst leiden. Die Geister dieses Waldes werden gerufen werden, um das Böse, das der Verbannte in unserer Mitte gebracht hat, zu besiegen. Erhebt euch, Geister. Ich bin es, Rilafen Ralafil, der Seldarin, der euch ruft. Verteidigt an diesen Tagen unsere Kinder. Und ihr, Sterblicher? Ihr wollt den Verbannten besiegen, befreit sie, die von meinem Blute ist, aus seiner Korruption, und sie wird die Verbindung, die ihr verwendet, durchtrennen. Aber Renekus hat... Der Verbannte versperrt euch den Weg. Er versiegelte die Tore zum großen Palast. Ich werde sie wieder öffnen. Es ist vollbracht. Ich kann nichts mehr tun. Rasch, er kommt. Der Verbannte sei verflucht. Die Götter sind uns nicht gnädig. Ja, Rilafen, sei gepriesen. Gut, die Waldgeister hauen es alles kurz und klein. Ich habe keine Aufgaben mehr. Pff, supi. Ja. Ich habe den Avatar des Elfengottes Rilafen Ralafi beschworen, um das Siegel zu überwinden, das Irenikus am Palasttor angebracht hat. Der Avatar hat die Waldgeister des Waldes erweckt. Sie haben die Monster, die in die Stadt eingedrungen sind, angegriffen. Dann hat er mir erhüllt, dass Irenikus Plan darin besteht, sich die Macht des Baus des Lebens einzuverleihen. Früher hat er diesen Plan aus Machtgier verfolgt und jetzt aus Rache. Königin Elesim, die ist Rilafens Tochter und sie ist vielleicht die Einzige, die den Magier aufhalten kann. Rilafen hat das Siegel, das auf dem Palast so lag, gebrochen. Mein Weg ins Innere ist nun frei. Gut. Nun gut. Was? Die drei Gegenstände sind natürlich weg. Wenn ihr es wollt. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Was ist mit dir? Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Seid gesegnet. Der Avatar hat die Wächtergeister freigesetzt. Die Stadt ist gerettet und der Palast steht euch nun offen. Geht und helft unserer Königin. Der Verbannte hält sie im Palast gefangen. Solltet ihr Heilung oder Ausrüstung benötigen, so bin ich gerne bereit, euch zu helfen. Rilafen hat euch gesegnet und ihr könnt all unsere Dienste unseres Tempels in Anspruch nehmen. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, versteht sich. Die Soldaten bieten sogar einige ihrer Waffen und Ausrüstungsgegenstände frei. Dann zeigt mal, was ihr habt. Oh, ich habe einen Stabschleuder. Okay. Schleuderkugeln, Heiltränke, die ich nicht unbedingt brauche. Heldentränke, die ich das ganze Ding über nicht benutzt habe. Identifizieren. Eissturm. Gefühl. Andere verwandeln. Selbstverwandlung. Beherrschung. Nö. Stecken der Wälder.
Den behalten wir mal. Ich warte, natürlich. So, jetzt können wir ihm sagen, dass alles gerade sicher ist. Es ist ein unglaublicher Anblick, die Wächter unserer Straßen wieder beschützen zu sehen. Ihr habt Großartiges geleistet. Bitte. Der Weg zu Irenikus wird nun weniger gefährlich sein, obwohl dieser Magier selbst nach wie vor ein tödlicher Gegner bleibt. Ja, machen wir. Sucht ihn und beendet seine Macht ein für alle Mal. Ja, da müssen wir erstmal hier hinführen. Ach, ein niederer Luftelementar. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde! Ja, es sind ein paar neue Gegner gespawnt, die instant sterben. So, und wir sind hier vor dem Palast. Wenn es das ist, was ihr wollt. Hier wäre eine Tür. Ihr betrachtet den Baum, stellt fest, dass er leicht glänzt. Ihr spürt förmlich, dass er von dem Baum Magie ausstrahlt. Die ungewöhnlich großen Nüsse in den Zweigen über euch stellen einen verführerischen Anblick dar. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie pflücken. Ja. Ja, ihr berührt die erste Nuss, ein Energieschock durchzuckt eure Hand. Alle Nüsse fallen vor euren Füßen zum Boden. Ihr sammelt alle Nüsse ein. Offenbar gibt es zwei Arten von Nüssen. Die kleinen Nüsse lassen sich nicht öffnen, auch nicht mit roher Gewalt. Die größeren Nüsse lassen sich knacken, sodass man an den essbaren Inhalt herankommt. Ja, wer hat die nun? Niemand? Okay. Hat einen Gegenstand gewonnen. Auf dem Baum wachsen keine weiteren Nüsse. Eine kleine harte Frucht, die ihr vom Teil des Baums des Lebens gerettet habt, der in den Palast gewachsen ist. Für die kleinen Früchte habt ihr noch keinen Anwendungszweck gefunden, aber sie sind offenbar von magischer Kraft erfüllt. Ihr solltet sie aufheben. Ach, das sind die großen. Eine wunderschöne glitzernde Frucht, die vom Teil des Baums des Lebens stammt, der durch den Palast wächst. Die Frucht sieht wunderbar und scheint reif genug zu sein, um sie zu essen. Also die können wir benutzen. Vielleicht um uns zu heilen. Ich soll es mal ausprobieren. Ja. Ja. Das klingt nach einer Vollheilung. Gut zu wissen. Und die Nüsse sehen eher aus wie Äpfel. Keine große Herausforderung. Gut. Wasser strömt aus einer unbekannten Quelle hinab, tief in dem Becken bewegen sich Schatten in einem befremdlichen Muster. Oh, das hier sind vielleicht die Statuen. Rund um die Statue befinden sich Trümmer von abgebrochenem Gestein. Offenbar wurde von der Statue Teile abgebrochen. Ihr könnt euch die Angelegenheit genauer ansehen.
Die Steinharfe passt perfekt in die Hände der Statue. Die Statue bewegt sich erneut, sie lächelt zufrieden und spielt eine sanfte Melodie auf der Harfe. Beim Klang der Musik laufen euch Schauer über den Rücken. Ihr wisst nicht, warum die Musik diese Wirkung auf euch hat. Ihr, Bo und ja. Ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Gut. Ihr haltet das Horn an die Lippen der Statue. Die Hände der Statue erheben sich, um das Horn ruhig zu halten. Sie bläst einen klaren, kräftigen Ton aus dem Horn. Da ist wieder alles still. Der Boden erbebt. Der Wassersturm, der durch die lebenden Wände fließt, wird immer schwächer, bis er zu einem Tropfen wird. Das Becken beginnt sich zu leeren. Ich warte, was immer ihr wünscht. Ja, und das war's auch schon hier. Was andere Problem? Die Tür ist zu. Achso, die wurde einfach instant zugemacht, weil das Gebiet neu geladen wurde. Durch die Musik der Harfe und des Horns hat das Wasser aufgehört zu fließen. Der Weg zu dem Bereich unterhalb des Palastes steht euch nun offen. Das ist dann aber ein kleiner Palast. Ja. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr euch der Treppe benähert. Ein vertrautes Gefühl, das ihr intuitiv als eure Seele erkennt. Irenikus ist in der Nähe, im Raum nebenan. Ihr haltet inne dem Bewusstsein, den nun folgenden Kampf möglicherweise nicht zu überleben. Aber bleibt ihr noch kaum eine andere Wahl. Ohne eure Seele wird euer Schicksal vorher bestimmt und grausam sein. Ihr dreht euch um und schaut in die Gesichter derer, die eurer Gruppe geblieben sind. Ihr habt das Bedürfnis, euch ihrer Loyalität und Freundschaft zu versichern oder die Möglichkeit zu eröffnen, neu nachzudenken. Imon, eure Schwester und enge Freundin, die sich in der Zeit, in der ihr euch kennt, so verändert hat, Schatten kreisen um ihre Augen. Doch sie lächelt, als ihr euren Blick bemerkt. Imon, ihr habt eure Seele wieder, ihr habt keinen Grund, euch länger in Gefahr zu bringen. Das ist jetzt allein mein Kampf. Imon, ihr seid meine Schwester und beste Freundin. Ich werde mich gleich mit Irenikus stellen. Ihr müsst nicht mitkommen, wenn ihr wollt. Jetzt ist es soweit, Imon. Ihr werdet mich doch jetzt nicht im Stich lassen, oder? Nehmen wir mal die zwei, sind etwas sentimental. Irenikus hat auch mich verletzt, das wisst ihr. Er hat mich in diesem Heim gefangen gehalten, an mir Experimente durchgeführt und mir meine Seele wie einen Appetithappen weggenommen. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Ich werde immer bei euch bleiben. Minst der mit Narben übersät und loyale Waldläufer immer bereit, sich in den Kampf zu stürzen, mit Bo an seiner Seite. Ihr fragt euch, ob er den Kampf, den nun vor euch liegt, wirklich versteht. Minst, ihr seid ein mutiger Krieger, aber ihr habt keinen Grund, in diesem Kampf euer Leben zu riskieren. Das ist mein Kampf. Ihr seid stark, Minsk, aber Irenikus ist außerordentlich mächtig. Es besteht kein Grund, euch in Gefahr zu bringen, wenn ihr das nicht wünscht. Das ist es, Minz. Seid ihr sicher, dass ihr das begriffen habt? Nehmen wir mal die 1. Minz schuldet dem Mörder von Düner hier noch etwas. Ich bleibe bei euch. Ich werde nirgends hingehen, ehe nicht der Stiefelabsatz der Gerechtigkeit tief in den Hintern aller Bösen getreten wurde. Jawohl. Kendor, der weise Paladin und das verehrenswürdige Mitglied des Ordens der strahlenden Herzen. Er hat geschworen, euch zu begleiten, doch auch er hat Familie. Kendor, ihr habt eine Frau und Familie, die euch brauchen. Ihr müsst nicht weiter kämpfen, wenn ihr nicht wollt. Das ist nicht euer Kampf. Kaedon, ihr wisst, was jetzt kommt. Fühlt euch nicht an euren Schwur gebunden. Es gibt keinen Grund, euch selbst zu gefährden. Seid ihr bereit, Kaedon? Ihr müsst notfalls entschlossen sein zu sterben. Das ist wichtig. Nein. Nehmen wir die 1. Der Weg der Ehre schreibt vor, dass ich diese Sache zu Ende bringe, egal was passiert. Ich könnte nie wieder jemanden in die Augen schauen, würde ich euch verlassen, während so viel Böses unbeobachtet bleibt. Ich könnte dem Guten durch nichts besser dienen, als durch das, was ich jetzt tue. Gahira ist stolz und durchsetzungsfähig. Sie begleitet euch praktisch von Anfang an. Sie kennt euch gut und beklagt ebenfalls Verluste, die Irenikus zu verantworten hat. Gahira, ich muss meine Seele zurückerobern. Ihr wisst das. Das ist nicht unbedingt euer Kampf. Gahira, ich weiß euch, ihr dürstet nach Rache haben. Ihr kennt auch die Gefahren. Ihr habt keinen Grund, euch in Gefahr zu bringen. Seid ihr bereit, euch Irenikus zu stellen, Gahira? Ich brauche euch an meiner Seite, unerschütterlich und bereit zu sterben, wenn nötig. Nehmen wir die 2. Vor langer Zeit habe ich versprochen, euch zur Seite zu stehen, sollte eurem Adoptivvater etwas zustoßen. Dieses Versprechen hat kein Ablaufdatum und ihr habt mich noch nicht enttäuscht. Ich werde euch weiterhin treu zur Seite stehen, wenn ihr es wollt. Er wie mal ganz unschuldig, mal wild entschlossen, die junge Elfin ist weit gekommen, seit ihr sie aus dem Zirkus in Adkatla befreit habt. Sie ist bereit für das, was da kommen wird. Er wie, ihr müsst nicht weitergehen, das ist nicht euer Kampf. Ihr wisst, wie mächtig Irenikus ist und wie gefährlich er sein kann. Ihr müsst nicht mitkommen.
Harry könnt ihr den kommenden Kampf bestehen. Wenn abzusehen ist, dass wir gewinnen, müsst ihr alles geben, was ihr habt. Nehmen wir die 1. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich Kala nie entkommen. Ich wäre jetzt nicht hier draußen, ich hätte keine Chance, mich diesem Bösen zu stellen. Egal, was es mich kosten mag, ich werde jetzt nicht aufgeben. Es sei es gesagt, ohne weiteres Wort werdet ihr euch voller Ingrim der Treppe zu eurer Seele wartet. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Ja, meine Seele wartet zwar. Aber wir müssen hier speichern, denn wir sind am Ende. Das hier ist dann LP Ende. Fragezeichen können wir nicht machen, aber das wird eh der letzte Savegame sein. Dann werden wir das Hauptspiel von Baldur's Gate wahrscheinlich mit einer Special-Folge abschließen. Okay, also, bis dann.